Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit Mafia 2, Director's Cut, Teil 16. So. Ist die Polizei! Machen Sie auf! War die Bullen, ne, aber nicht bei mir, Mann. Hey Jungs, was ist los? Das geht dich nichts an, Freundchen. Zisch ab. Machen Sie auf! Hier spricht die Polizei. Letzte Aufforderung. Eine Taxiversammlung hier. Es geht ab. Was wollt ihr von mir? Bin ich schnell gefahren? Nein. Achso, wir sind... Wieso ist dieses Fahrzeug gesucht? Das ist ja ausnahmsweise mal nicht gestohlen. Okay. So, was machen wir jetzt? Ja, ich verstehe nicht, warum dieses Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde, weil das hatten wir eigentlich in unserer Garage. Das muss irgendwie ein Fehler sein, weil... Verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Aber vielleicht einfach deswegen, weil wir davor gerast sind, waren wir schon gesucht. Ja, und jetzt gehen die über die Straße, hey. Ab. Das ist grün. Mir reicht's. Permanent rot, hey. Jetzt möchte ich einmal... Also, wir sind schon da. Bist du blind, du Arsch? Nein, bin ich nicht. Morgen, Eddie. Hey, Vito. Ich will dir jemanden vorstellen. Vito,
Das ist Carlo Falcone. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also, Vito, was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone, diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die 2 führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen. Was zum Teufel ist los? Ein Auto mit 3 unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Guarino was damit zu tun hat. Wer sind die 3? Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er damit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Und wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken? Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. So, hallo ihr Lieben, auf ein neues Mafia 2 Director's Cut, Teil 16. So, jetzt müssen wir auf Luca warten und den irgendwie abpassen. Aber jetzt bin ich eben am Überlegen, wir brauchen, er hat ja gemeint, wir brauchen ein schnelles Auto, ein schnelles Fahrzeug. Deswegen werde ich jetzt mal schnell nach Hause fahren und mir ein anderes Fahrzeug besorgen, da wir den höchstwahrscheinlich verfolgen müssen. So, jetzt bin ich am Überlegen, wo ist unser Zuhause? Oh je, das ist ein ganzes Stück weit weg. Aber egal, jetzt machen wir das. Weil wir müssen denen wahrscheinlich nachfahren. Mist. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Ich habe gestern mal meine ganze Spielesammlung auf eine andere Festplatte gespeichert. Und das war eine ziemliche Arbeit, ne? Es sind ja doch relativ viele Spiele. Aber das musste ich mal machen. Ich hatte die nämlich alle auf dem C-Laufwerk und das ist natürlich nicht so gut. Da habe ich mal aufgeräumt und war ziemlich lange am Machen. Und deswegen bin ich heute ein bisschen müde. Aber das macht ja nichts. Ich hoffe nur, dass unser Reaktionsvermögen, dass sich das ein bisschen steigert, weil in diesem Spiel ist das natürlich schon gefragt, ne? Vor allem, wenn man dann jemanden nachfahren muss und so. Wäre nicht so positiv, wenn wir bei der Verfolgungsfahrt gegen die Wand donnern oder so. Dann ist die Mission verloren. Ich sehe schon voraus, dass wir die jetzt mehrmals durchspielen müssen, ja. Aber mal gucken. Jetzt fahren wir mal nach Hause und holen uns das Rennauto. Fahr mal bitte. Es ist grün, verdammt nochmal. Manche Fahrer, ne, die schalten, nach einer Stunde schalten sie dann endlich. Das Grüne ist, die haben wahrscheinlich genug Zeit,
ist denen komplett wurscht, ob sie da jetzt an der Ampel jahrelang stehen bleiben müssen oder nicht. So. Jetzt müssen wir bald zu Hause sein. Und unser Ziel ist glücklicherweise... nicht allzu weit weg. Jetzt steige ich mal hier aus. Ist mir jetzt egal. Höchstgeschwindigkeit 221, also das wäre jetzt natürlich das schnellste Fahrzeug. Aber da ich mich mit dem einen Rennwagen da, 182, ich nehme das, da ich mich mit dem irgendwie einfacher, leichter tue, nehme ich das hier. So. Hoffe ich, dass wir das jetzt nicht 100.000 Mal machen müssen, diese Mission, weil dann muss ich permanent wieder nach Hause zurückfahren, um dieses Auto zu holen. Das ist ein bisschen scheiße, aber jetzt wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen und mal hoffen, dass wir das zügig durchspielen können. Spielt man möglicherweise auch noch schlechter, also noch schlechter, als es überhaupt nötig wäre. So. Lukas Wagen? Na, wo steckst du, Luca? Es da kommt bist er. Du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Verfolgen wir den mal, ne? Glücklicherweise. Sehen wir ihn auf der Karte. Jetzt haben wir ihn schon ein Stück weit verloren. Wegen diesem Trottel. Ups. Ich verliere ihn. Ja, es ist nicht so einfach, ne? Mit der Ruhe, Vito. Zu nahe dürfen wir da auch nicht ran, ne? Sehen darf uns ja auch nicht. Biegt er da vorne rechts ab, oder? Ja. Sonst ist er weg. Scheiße, er
nichts besser. Ja, mach mich nur nicht nervös. Wieder. Ah, verdammt nochmal. Na, wo steckst du, Luca? Da so, bist aber du, Neues. Ich okay, habe jetzt, diesmal habe ich dieses Auto, dieses Fahrzeug einfach behalten. Ich darf nicht behalten. Zu nah ran. Also, das ist jetzt vollkommen sieht Luca mich. Wurscht. Weil er hat ja auch kein schnelleres Auto. Deswegen muss er ganz genau darauf Acht geben, wo er hinfährt, weil wir wissen ja nicht genau seinen Weg. Und je öfter man das spielt, umso eher weiß man natürlich den Weg, die Strecke und wo er abbiegt und wo nicht. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, nicht dass jetzt die Bullen auch noch in die Quere kommen, weil dann hätten wir uns sowieso schon verraten. Ne? Fährst du, Luca? Nach Riverside? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist der Nachteil an diesem Fahrzeug, der schleudert so scheiße. Jetzt haben wir ihn verloren. Ja, da vorne ist er. Vielleicht zum Bruskys Schrottplatz? Oh nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Ich verliere ihn. Ja, wenn wir permanent irgendwelche Scheißautos entgegenkommen. Verdammt nochmal. Ja, Vito. Geh mir nicht auf den Sack. Da vorne ist er. Na klar. Eddie hat wohl recht. Und jetzt? Okay, ich muss unbemerkt da rein. Ziel erraten? Sie kommen immer und wollen stehlen? Aber ich gebe ihnen nichts. Es gehört mir. Ich trinke es. Bis ich weiß, was mit den Jungs ist, darf mich keiner sehen. Entschuldigung? Ja, kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, wie man in das Schlachthaus da kommt? Und, was wollen Sie da drin? Mein Hund ist reingelaufen. Ich suche ihn. Ihr Hund, ha? Ja. Wissen Sie, wie man reinkommt oder nicht? Also erstens mal muss ich Ihnen sagen, Sie sind ein miserabler Lügner. Zweitens, da Ihr Hund keinen Schlüssel für das Gebäude hat, muss er wohl durch das Abflussrohr reingekrochen sein. Durch die Kanalisation? Okay, danke. So, dann gehen wir mal runter in die Kanalisation. Boah, bin ich froh, dass wir das jetzt hinter uns haben, diese Hetzjagd. Hat mich richtig nervös gemacht, der Vito. Mit seiner Hetze. Ja. Schätze, das kann ich aufbrechen. So, dann geh mal wieder. Mann, wie das stinkt. Ja, das ist halt die Kanalisation. Ich wäre froh, wenn du mal weitergehen würdest.
da unten wird uns sicher niemand sehen. Deswegen verstehe ich seine Schleierei nicht. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Was ist da? Als Maul, du. Was ist da? Ja, Vito, Mann. Da hinten ist eine Zeitung. Wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Und das ist das Playmate Nummer 23. Schön. So, hier sehe ich eine Leiter. Ja, müssen wir hoch. So, jetzt sind wir in Deckung. Verflucht nochmal. Ist da jemand? Da ist keiner. Also halt's Maul, sonst machen wir Hackfleisch aus dir. Falcones Männer dürfen nicht verrecken. Verdammt, da sind sie. Jetzt kriege ich dich, du knalliger kleiner Scheißkerl. Jetzt müssen wir da hinten verharren, das ist klar. Jetzt hoffe ich nur, dass das Hund hier mitgeht. Gut, die Luft ist rein. Finde eine Möglichkeit, dich in das Schlachthaus zu schleichen, oder so. Naja, da vorne ist ein Typ. Oh, Mist. Wie sollen wir das machen? Ich drücke die Leertaste, weißt du? Ja. Dann gehen wir mal darauf. Ne? Wenn das schon so schön geht. Ah ja. Gut, dass wir das gefunden haben. Wenn du schießt, werden die Jungs umgelegt. Scheiße. Ja, was zum Teufel ist hier los? Sieht nicht so aus, als ob Toni freundlich ist. Wer ist der Kleine da? Nicht so einfach, weil da wirklich überall Typen lauern, ne? Steh hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Jetzt lassen wir die mal vorbeigehen. Ich rauch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. Müsste, glaube ich, noch einer kommen, ne? Nein, da war nichts. Nicht gewesen, nichts, ich weiß nicht. Ja, aber...
Okay, okay. Was machst du da? Ja, ich habe mir überlegt. Vielleicht werde ich Synchronsprecher. Soll das ein Scherz sein? Sollte ich denn anstellen? Ja, ich bin ein bisschen still, weil es ist nicht so einfach. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für euch. Aber ich habe erst die Hälfte von. Muss ich es nochmal sagen? Jetzt mal hoffen, dass der irgendwie abhaut. Verpisst euch von hier. Okay, soll weil sonst sagen. Sind wir im Arsch. Da kommt noch einer. Ah, super, er geht. Mal gucken, was der da hinten macht. Der geht auch. So, das wollen wir jetzt mal schnell nutzen. Die Tür immer schließen, das ist sicherer. Komm sofort! Okay, da hinten sind wieder welche. Da müssen wir jetzt mal hoffen, dass die uns nicht sehen. So. Glaubt ihr, ich weiß nicht von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhaltet? Das war mal so schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's dir so gehen wie deinem Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann bringt ihr euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcon schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcon, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Oh, das hat weh getan. Ja, los, Jimmy, nicht so zimperlich. Los, Sammy, nicht so zimperlich. Ja, ja. Ja, Mist. Ja. Dreh ihm seinen Scheißkragen um, Sammy. Ja. Ja. Ja, das war jetzt blöder. Los, Sammy,
Ach Mist. Ja. Ich möchte nicht mit dir tauschen, Arschloch. Oh. Ja. Super. Aber er hat uns trotzdem. Jungs, macht ihn fertig.